Liebe KollegInnen im Netzwerk der Mayors for Peace, liebe UnterstützerInnen aus den zahlreichen Friedensinitiativen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der 8. Juli ist ein besonderer Tag. Jedes Jahr setzen mit dem Hissen der Mayors for Peace-Flagge bundesweit BürgermeisterInnen vor ihren Rathäusern ein sichtbares Zeichen für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen. Traditionell begleiten zahlreiche Friedensinitiativen diesen Tag mit vielfältigen Aktionen. Für dieses Engagement sind wir sehr dankbar und senden an dieser Stelle herzliche Grüße an alle Teilnehmenden. Noch immer bedrohen rund 13.000 Atomwaffen die Menschheit. Vorhandene Atomwaffenarsenale werden umfassend modernisiert. Mehr Atomwaffen als bisher werden einsatzbereit gehalten. So stellt es das Stockholmer Forschungsinstitut SIPRI in einem aktuellen Bericht fest. Vor diesem Hintergrund ist es umso wichtiger, dass wir als BürgermeisterInnen des weltweiten Bündnisses der Mayors for Peace mit dem Hissen unserer Flagge zeigen, es darf kein neues atomares Wettrüsten geben. Atomwaffen, diese furchtbaren Massenvernichtungswaffen, müssen endgültig abgeschafft werden. Dieses Jahr begehen wir am Flaggentag ein Doppeljubiläum. Vor 25 Jahren, am 8. Juli 1996, veröffentlichte der Internationale Gerichtshof in Den Haag ein bedeutsames Rechtsgutachten. Darin heißt es im Kern, dass die Androhung des Einsatzes und der Einsatz von Atomwaffen generell gegen das Völkerrecht und im Besonderen gegen die Regeln des humanitären Kriegsvölkerrechts verstoßen. Zudem stellte der Gerichtshof fest, dass eine völkerrechtliche Verpflichtung besteht, in redlicher Absicht Verhandlungen zu führen und zum Abschluss zu bringen, die zu nuklearer Abrüstung in allen ihren Aspekten unter strikter und wirksamer internationaler Kontrolle führen. Damit markiert das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs in gewisser Weise den Beginn eines nachnuklearen Zeitalters. Um an dieses bemerkenswerte Gutachten zu erinnern, führte die Landeshauptstadt Hannover als Vizepräsidentin der Mayors for Peace vor genau 10 Jahren den sogenannten Flaggentag in Deutschland ein. Mittlerweile beteiligen sich deutschlandweit immer mehr Städte an der Aktion. Rund 400 BürgermeisterInnen zeigen am 8. Juli Flagge gegen Atomwaffen. Diese hohe Beteiligung freut mich sehr, denn wir als BürgermeisterInnen für den Frieden haben die Verpflichtung, den nachfolgenden Generationen, unseren Kindern eine sichere, stabile und friedliche Welt zu schaffen und zu bewahren. Dies ist nur möglich ohne Atomwaffen. Und dafür müssen wir uns weiter einsetzen. Meine Damen und Herren, Anfang dieses Jahres ist der Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft getreten. Atomwaffen sind damit geächtet. Deutschland hat diesen Vertrag bislang nicht unterzeichnet. Das wollen wir als Mitglieder des Netzwerks Mayors for Peace ändern. Wir fordern daher am diesjährigen Flaggentag, dass Deutschland in einem ersten Schritt als Beobachterin an der ersten Vertragsstaatenkonferenz zum Atomwaffenverbotsvertrag in 2022 teilnimmt. Denn wir sind uns einig, auch Deutschland muss in absehbarer Zeit dem Vertrag beitreten. Vielen Dank. Jetzt hören wir gleich den Vortrag von Ralf Becker, der Koordinator der Initiative Sicherheit Neudenken ist und in der Evangelischen Kirche in Baden. Das Thema ist die aktuelle Friedenskrise. Wie bewältigen wir die Krisen der Menschheit? Ralf Becker beleuchtet in seinem Vortrag der Menschheit wie die Klimakrise, Migrationskriege, der Pandemiekrise, nicht alle vor, das wird er nachher erleuchten, den Aufstieg Chinas und den Abstieg der USA als Teil unseres sich im Wandel befindlichen Weltgefüges. Dabei richtet er zur Bewältigung der Krisen den Fokus auf die bisherige weltweite westliche Hegemonie sowie auf seit 1990 entstandene neue internationale Kooperationsformen und deren Entwicklung. Zukunftsweisende Ansätze und Impulse bilden, die unter anderem in einem Positivszenario
der Initiative Sicherheit Neudenken beschrieben sind. Auch konkrete Handlungsoptionen für Kommunen werden zur Sprache kommen. So, Herr Becker, jetzt haben Sie wirklich das Wort. Ja, auch von mir einen schönen guten Abend zu diesem Flaggentag heute hier in Braunschweig. Die aktuelle Friedenskrise, wie bewältigen wir die Krisen der Menschheit? Das ist das Thema, was mir heute Abend gestellt ist und auf diese Reise möchte ich Sie gerne mitnehmen. Ja, es wurde gerade schon angedeutet, wir haben natürlich eine Menge Krisen der Menschheit gerade. Ich habe nur einige jetzt mal aufgeführt. Also wir haben die Klimakrise natürlich. Ich denke, wir brauchen niemanden mehr vor Augen führen, wie dringend diese Krise ist und welche globale Kooperation wir auch für ihre Lösung brauchen. Dies ist mal eine Grafik von 1880 bis 2020, der weltweite Temperaturindex, also wie die Temperaturen doch inzwischen exponentiell ansteigen. Und wir wissen ja seit Corona, was exponentielle Kurven sind. Von daher ist uns das jetzt bei der Klimakrise auch besonders bewusst. Wir haben die Migrationskrise, über 80 Millionen Menschen auf der Flucht. Und diese Zahl wird weiter steigen, unter anderem wegen der Klimakrise. Wir haben die Pandemien, die eben auch exponentielle Wachstumsraten zeigen und wo auch globale Kooperation notwendig und auch möglich ist, wie wir gesehen haben. Ja, dann kommt der digitale Wandel und die künstliche Intelligenz. Es gibt in Deutschland eine Gesellschaft für Sicherheitspolitik, die eigentlich eine traditionelle Sicherheitspolitik vertritt. Und selbst deren stellvertretender Präsident hat in einem YouTube-Video zur künstlichen Intelligenz ausgemalt, wie wenig das bisherige militärische Sicherheitsdenken mit künstlicher Intelligenz überhaupt noch einsatzfähig ist und Sinn macht. Und er sagt, die künstliche Intelligenz wird uns wahrscheinlich dazu führen, dass wir weltweit einsehen, dass wir doch alle miteinander kooperieren müssen, weil wir sonst die Folgen überhaupt nicht mehr beherrschen können. Globalisierung ist eine andere Krise, die durchaus ihre Vorteile haben mag, aber doch die Menschen weltweit vor enorme Herausforderungen stellt, wie wir wirklich zu einer Welt zusammenwachsen können und die damit verbundenen Transformationen auch überhaupt als Menschen mitgestalten. Soziale Scheren in dem Zuge insbesondere der bisherigen Globalisierung gehen immer weiter auseinander, auch in Deutschland zeigen das die Statistiken und weltweit ist das ja auch kein Geheimnis. Ja, weitere große Krisen der Menschheit, ich glaube, das, was im Moment die Welt am meisten in Unruhe versetzt, quasi als Kontinentalplatten unter der Erdoberfläche, das ist tatsächlich dieser Abstieg des Westens, der Abstieg der USA insbesondere ökonomisch, also der relative Abstieg von der noch eindeutig führenden Weltmacht und gleichzeitig der Aufstieg Chinas, der ja die letzten Jahre doch auch unsere Nachrichten ausfüllt. Und das bringt wirklich das bisherige Weltgefüge ins Wanken. Gleichzeitig haben wir inzwischen die Weltentwicklungsziele 2030 vereinbart auf Weltebene, wo ja an 17 verschiedenen Punkten aufgeführt ist, ja, welche Krisen wir haben, Armutskrise, Wasserkrise und so weiter, und wo es überall gilt, wirklich weltweit zusammenzuarbeiten. 2020 haben wir das 75-jährige Jubiläum der UNO gefeiert. Und ich denke, wir sind alle aufgewachsen mit dieser UNO, die ja gegründet wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dieser Katastrophe, dass nämlich wirklich damals doch die Führer der Nation eingesehen haben und Führerinnen, lass uns ein gemeinsames Weltgefüge bauen und lass uns Regeln vereinbaren, damit so etwas nie wieder vorkommt. Wir wissen auch, dass schon mit dem Kalten Krieg diese Ideale in den nächsten Jahrzehnten gar nicht so umgesetzt werden konnten, wie sie gedacht waren. Aber doch ist bis jetzt ja eigentlich die UNO das weltweite Forum, wo wir bis jetzt das Gefühl hatten, da gibt es ein Gefüge, auf das sich alle berufen und wir uns berufen können. Und das wird uns auch in die Zukunft führen. Und mit diesem Gefüge können wir die Krisen meistern. Aber wenn man genauer hinguckt,
Was wirkt denn bis heute noch fort, auch unter diesem Weltgefüge der UNO? Das sind eben koloniale Hegemoniestrukturen. Hier sind zum Beispiel auf dieser Weltkarte diese orangen Teile, die gehören alle zum Commonwealth und eben zum ehemaligen Einflussbereich Großbritanniens. Und natürlich wirken dort heute noch diese Beziehungen fort. Wir kriegen mit, in der Krise in Mali spielt die Kolonialmacht, die ehemalige Frankreich, eine ganz bedeutende Rolle und immer noch die alten Strukturen, die dort wirken, dass eben doch die Elite von Mali immer noch mit der Elite von Frankreich enger verbunden ist als mit dem eigenen Volk. Und diese weltweite Hegemonie haben wir bis jetzt stillschweigend hingenommen, da hat sich auch schon was gewandelt, aber jetzt plötzlich steht eben China auf und andere Staaten und sagen, wir möchten an diesem Weltgefüge etwas verändern. Ich habe mal aus Wikipedia die Definition von Hegemonie mitgebracht. Hegemonie ist die zugerechnete oder eingenommene Führungsrolle oder Priorität einer gesellschaftlichen Institution oder eines ähnlichen Akteurs in politischen, militärischen, wirtschaftlichen, sozialen, religiösen oder kulturellen Angelegenheiten. Und ich glaube, es ist nicht so viel gesagt, dass in den letzten Jahrzehnten, insbesondere seit dem Zweiten Weltkrieg, doch die westlichen Staaten solch eine Hegemonierolle hatten, insbesondere eben die Weltmacht USA. Das zeigt sich auch daran, wie eben nach dem Zweiten Weltkrieg in Bretton Woods das Weltwährungsfinanzsystem und Weltwirtschaftssystem aufgestellt wurde, wo ja doch eindeutig der Dollar als Weltleitwährung damals vereinbart wurde. Die USA hatten den Krieg im Wesentlichen gewonnen und sie haben sich in den Verhandlungen auch gegen Großbritannien durchgesetzt, die ein ganz anderes Weltwährungssystem wollten. Warum? Weil sie wissen, wenn der Dollar Weltwährung ist, dann haben wir natürlich eine sehr gefestigte Rolle im ganzen Weltgefüge. Inzwischen haben sich die Europäer zusammengeschlossen und wir haben eine eigene Währung, die auch eine Weltleitwährung geworden ist. Der Yen ist auch eine Weltleitwährung geworden und inzwischen ist auch China bestrebt, die eigene Währung doch international ins Spiel zu bringen. Sodass also diese Dominanz des Dollars immer noch da ist, aber genauso wie die ökonomische Dominanz der USA doch langsam schwindet. Aber als zum Beispiel Gaddafi in Libyen seine Ölrechnung von Dollar auf andere Währungen umstellen wollte, gab es die militärische Intervention. Und da haben unter anderem die USA dafür gesorgt, dass doch Öl gefälligst weltweit weiter in Dollar abgerechnet wird. Worin zeigt sich die westliche Hegemonie noch heute? Am deutlichsten natürlich in den Auslandsmilitärbasen der USA. Dies ist eine Karte von 2016, 2017. Dort haben die USA weltweit über 600 Auslandsmilitärbasen gehabt. Und man sieht, dass es wirklich doch die gesamte Welt, außer, kann man sagen, China und Russland selbst umfasst. Heute wird uns Russland als sehr aggressiver Weltakteur dargestellt. Was glauben Sie, wie viele Auslandsmilitärbasen Russland zu der Zeit hatte? Das waren ganze 36, und zwar fast nur in der unmittelbaren Umgebung von Russland. Das ist also schon sehr viel weniger militärische Dominanz, auch wenn sie heute, was wir natürlich alle bedauern, sehr militärisch aggressiv auftreten, in Syrien unter anderem und in der Ukraine. Wenn wir uns mal anschauen und einen Perspektivwechsel vornehmen, wie sieht denn die Welt aus, wenn ich sie nicht durch die westliche Brille betrachte? Und hier ist mal so ein Perspektivwechsel, wenn man mal aus der Sicht Moskaus guckt. Wie ist das große Land, dieses Riesenreich Russland, von der Fläche her gesehen, wie liegt denn das, wie ist das geschützt? Russland hat ja mehrere Militärinterventionen erfahren, zuletzt im Zweiten Weltkrieg durch Deutschland. Und riesige Verluste erfahren bis fast zur Auslöschung der eigenen Nation. Mit dieser Brille guckt natürlich dieses Land, wie viele andere Länder, immer noch auf seine Sicherheitslage. Und die Sicherheitslage aus Sicht von Moskau ist so, dass die Europäische Union doch ganz dicht an den Grenzen ist, zusammen mit der NATO.
dass eben der rivale China im Süden da ist. Und dann ist da im Osten, sind direkt die USA mit Alaska. Also Russland sieht sich zunächst mal auch von Feinden umgeben und sucht natürlich, sich abzusichern. Und wie das gehen kann, das ist schon das große Thema nach wie vor. Die Militärstützpunkte von China waren 2016 nur 11. Und zwar in noch unmittelbarer Umgebung von China. Natürlich gibt es inzwischen auch eine Militärbasis in Ostafrika. Und auch hier hören wir ganz viel von Konflikten, und das sind natürlich auch Konflikte. Nur im Vorwurf von China, militärische Machtpolitik, oder wie ich sie noch in den 90er Jahren erfahren habe, im Vorwurf der USA, militärische Machtpolitik in Mittelamerika, das tut sich nichts. Die Mächtigen verhalten sich halt so. Ja, 1990 hatten wir dann noch einen Aufbruch und haben gedacht, mit der Charta von Paris, dass wir wirklich in Europa, inklusive dann der USA und eben ganz Russlands, doch eine neue Sicherheitsstruktur hätten, eine Basis, wie wir gemeinsam Demokratie entwickeln können und wirklich die feindliche Auseinandersetzung des Kalten Krieges überwinden konnten. Das war ein sehr vielversprechender Aufbruch. In der Rückschau müssen wir leider sagen, dass Russland die nächsten 10 Jahre sehr gelitten hat, weil sie einen Raubtierkapitalismus erlitten haben, wo eben wirklich, sage ich mal, die schlechtesten Seiten unserer Marktwirtschaft sich auf diesen freien Markt Russland gestürzt haben und dort viele, viele Menschen in Armut gestürzt haben, und Russland war ja fast pleite oder de facto pleite. Dann haben wir 1998 den Kosovo erlebt, wo natürlich Menschen gelitten haben, gestorben sind, und wir im Westen haben uns entschieden, gegen das Völkerrecht zu verstoßen. Also gegen das, was wir in der Pariser Charta, in der Charta von Paris 1990 versprochen haben und auch schon bei der UNO-Gründung, dass wir das Völkerrecht achten, haben wir hier gesagt, nein, diese Menschen im Kosovo zu schützen, die dort gefährdet sind, ist uns wichtiger als diese weltweite Kooperation und die Vereinbarungen, die wir miteinander geschlossen haben. Russland hat das überhaupt nicht gefallen. Das hat Putin auch 2001 in seiner Rede im Bundestag ganz klar gesagt. Er hat gesagt, wir bleiben weiter in Kooperation mit euch, aber ihr missachtet hier die Interessen Russlands, weil Serbien war ja ein Verbündeter Russlands. Und das hat Russland auch so schnell nicht vergessen. Trotzdem haben sie weiter auf diese Kooperation gebaut mit dem Westen. 2005 haben wir dann auf UNO-Ebene in der Generalversammlung sogar diese Responsibility to Protect verabschiedet. Also die Verantwortung zum Schutz von Menschen, zum Schutz vor Völkermord, wo sich alle weltweit einig waren, dass wir also mit Beschluss vom UNO-Weltsicherheitsrat tatsächlich Truppen schicken können, um eben im Fall des Falles mit gemeinsamen Regeln wirklich Menschen zu schützen vor Gewalt. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt waren China und Russland wirklich mit dem Westen eigentlich sehr guten Willens, tatsächlich weltweit gemeinsame Strukturen zu schaffen, um zukünftige Krisen miteinander zu bewältigen und nicht gegeneinander. Ja, und dann kam 2011 Libyen. Das war ein Testfall, wo eben der Weltsicherheitsrat tatsächlich einmal solch einen Einsatz beschlossen hat. Russland und China haben sich enthalten und nicht dagegen gestimmt, obwohl sie ahnten, dass die Westmächte, wenn die NATO dort diesen Einsatz wirklich anführte, dass der Westen seinen Einflussbereich dort auf Nordafrika ausweiten wollte. Sie haben trotzdem gesagt, wir möchten diese weltweiten Kooperationsstrukturen achten und haben quasi mitgespielt. Und was ist passiert? Insbesondere Frankreich und die USA und Großbritannien haben diesen Einsatz wirklich missbraucht, um einen Regime-Change, also einen Wechsel der Regierung, zu initiieren, haben Gaddafi ermordet. Und das ging weit über diese Flugverbotszone hinaus, die also Auftrag war vom Weltsicherheitsrat. Das hat nach 1998 Russland erneut als ganz großen Verrat an der gemeinsamen Sache gesehen. Ich denke, jeder, der sich in die Perspektive Russlands hineinversetzt, kann das auch nachvollziehen.
Nun zu etwas Neuem, was in der Entwicklung mir lange Jahre gar nicht bekannt war. Das zwischen 2010 und 2015, nämlich Russland, Präsident Putin, die Entwicklung der Eurasischen Wirtschaftsunion betrieben hat. Das ist quasi ein Pendant zur Europäischen Union im Osten der Europäischen Union. Da machen also 5 Staaten mit. Neben Russland ist das Belarus, Weißrussland, Kirgisistan und noch 2 andere Staaten. Und Putins Idee war es und ist es immer noch, mit dieser Zollunion dann anschließend in Verhandlungen mit der Europäischen Union zu treten, um einen einheitlichen Wirtschaftsraum von Vladivostok bis eben nach Lissabon zu verwirklichen. Aber wenn er diese Eurasische Wirtschaftsunion hat, und für diese Wirtschaftsunion war die Ukraine für ihn der wichtigste Baustein, mit der Ukraine zusammen hätte er sich so stark gefühlt und wäre einigermaßen auf Augenhöhe gekommen mit der Wirtschaftsleistung mit der Europäischen Union. Da hätte er auf Augenhöhe verhandeln können mit der Europäischen Union zu solch einem großen Wirtschafts- und Sicherheitsraum. Und die Ukraine ist immer schon der wichtigste Handelspartner von Russland gewesen. Wer die Ukraine kennt, weiß, dass insbesondere die Ostukraine nie Zollgrenzen hatte mit Russland, immer ein einheitlicher Wirtschaftsraum war. Und die Ukraine ist wirtschaftlich potent, relativ potent. Das heißt, sie wäre nach Russland der zweitstärkste Partner in diesem Bündnis gewesen. Und wir als Europäische Union waren damals nicht sensibel genug, zu merken, Mensch, wenn wir jetzt die Ukraine auch noch verpflichten, quasi, sie muss sich entscheiden zwischen der Europäischen Union und dieser Eurasischen Wirtschaftsunion, dass es dann mal irgendwann knallt. Denn Russland ist das zu viel geworden, dass die Europäische Union gesagt hat, nein, ihr könnt nicht in dieser Eurasischen Wirtschaftsunion und gleichzeitig in der Europäischen Union sein. Gucken wir uns diesen Konflikt an mit Großbritannien, jetzt um Nordirland. Da wissen wir, wie gesandt solche Zollkonflikte sind und haben jahrelang verhandelt. Und drücken auch jetzt 2 Augen zu, wie Großbritannien mit dieser Grenze umgeht. Damals hatten wir diese Sensibilität leider nicht. Und daraus ist unserer Überzeugung nach eben dieser Ukraine-Konflikt entstanden, weil ein Volk und ein Staatslenker, der sich andauernd wirklich gedemütigt sieht, der greift irgendwann zu Gewalt, um wieder anerkannt zu werden. Und so ist es ja leider auch. Seitdem Putin die Waffen einsetzt, denken wir wieder, ups, das ist ja keine kleine Regionalmacht, die wir nicht ernst nehmen müssen, sondern das ist ja eine ernstzunehmende Macht. 2014, dieses Bild eben Janukowitsch, wirklich der gegangen ist. Umfragen zeigen eindeutig, dass 2014 genauso viele Ukrainer für den Beitritt zur Europäischen Union waren, wie zum Beitritt für die Eurasische Wirtschaftsunion. Waren beides mal 40%. Das heißt, die Ukraine ist immer geteilt gewesen zwischen West- und Ostukraine und es waren ja ganz knappe Mehrheiten. Und dass, wenn man sich mit knapper Mehrheit hier durchsetzt, indem eben ein neuer Präsident ja dann kam, der eben pro-westeuropäisch war, hat man längst den Konflikt noch nicht gelöst, sondern es ist eine große Krise für Europa und letztlich auch für die Welt daraus geworden. Weil wir uns seitdem nicht mehr mit Russland verstehen und verständigen können, spielt Russland auch in allen anderen Weltkrisen inzwischen doch eine ganz andere Rolle, als wie wir sie seit 1990 eigentlich hätten miteinander gestalten können. Ja, und dann passierte eben 2014 die Krim. Ich denke, strategisch, militärstrategisch gedacht, sehr geschickt vorgegangen von Putin. Und de facto hat er damit natürlich diese Friedensordnung von 1990 in Europa aufgekündigt. Nur er war ja nicht der Erste. 1998 haben wir im Westen auch schon diese Friedensordnung. Und mit anderen Dingen, NATO-Osterweiterung und so weiter auch. Das heißt, es wäre einseitig jetzt zu sagen, Putin war hier der Anlass, sondern es ist ein langer Prozess, wenn man sich den anguckt. Interessanterweise hat jetzt eben doch zum Jahrestag des Einmarsches der Wehrmacht in die Sowjetunion, hat Präsident Putin in der Zeit einen sehr interessanten Artikel veröffentlicht, den ich nur jedem und jeder von Ihnen sehr warm ans Herz legen kann. Ganz aktuell schreibt er dort wirklich diese ganze Geschichte noch einmal auf. In quasi einer der 4 Seiten kann man diese ganze Geschichte aus Russlands Perspektive lesen. Und ich finde, sie ist
Ja, sehr, sehr gut und knapp formuliert. Ich habe hier nur mal ein paar Sätze mitgebracht. Wir sind, ich sage jetzt weiter, offen für ein faires und kreatives Zusammenwirken. Dies unterstreicht auch unsere Anregung, einen gemeinsamen Kooperations- und Sicherheitsraum vom Atlantik bis hin zum Pazifik zu schaffen, der verschiedene Integrationsformate einschließen könnte, unter anderem die Europäische Union und die Eurasische Wirtschaftsunion. Also genau das, was ich Ihnen gerade erzählt habe, ist immer noch Putins Vision. Lasst uns gemeinsam verhandeln und dann könnten wir doch alleine zwischen Westeuropa und Russland eine ganz andere Beziehung herstellen, von da aus auch die Welt miteinander ganz anders gestalten. Ja, das Ganze bräuchte mehr Kooperation statt Konfrontation. Es gibt dazu auch ein wissenschaftliches Konzept inzwischen, nämlich Friedenslogik statt militärischer Sicherheitslogik. In der Friedenslogik wird eben erstmal geguckt, was ist das Problem Gewalt, und die Problementstehung kommt eben, weil es komplexe Konflikte gibt. Wenn ich in der militärischen Sicherheitslogik denke, sehe ich immer nur Bedrohung von außen und darauf reagiere ich eben, indem ich sage, die anderen sind schuld. Und dann bin ich schon weg davon, dass ich Krisen gemeinsam lösen kann. 2009 in Kairo war ein sehr positives Beispiel dafür, wie die USA doch mal auf dem Weg waren zu solch einer internationalen Kooperation. Wo nämlich Obama an der muslimischen Universität in Kairo eine ganz tolle Rede gehalten hat, die fast 9/11 geheilt hätte. Dass er nämlich große Wertschätzung den Muslimen gegenüber ausgedrückt hat und fast es dazu gekommen wäre, dass auch eine weltweite Kooperation zwischen Muslimen und Christen doch hätte wachsen können und wir die Krisen, die wir heute haben, ganz anders hätten angehen können. Leider ist dieser Pfad nicht konsequent weiter beschritten. Wir sind auf dem Weg, gleichwohl trotz aller Krisen, inzwischen zu einer kooperativen Weltinnenpolitik. Denn 2015 haben wir es geschafft, dass wir uns weltweit auf diese Weltentwicklungsziele 2030 verständigt haben. Das heißt, es gibt ähnlich wie 1990 mit der Charta von Paris wieder ein Dokument, auf das wir uns alle gemeinsam berufen können und wo wir auch alle letztlich immer noch verhandlungsbereit sind und sagen, ja, die haben wir unterschrieben und da wollen wir auch alle hin. Und ebenfalls 2015 ja ein großer Erfolg der Menschheit, die UNO-Generalversammlung letztlich angenommen dann auch das Pariser Klimaabkommen und nicht zufällig von Costa Rica diese Verhandlungen geleitet. Das ist ja eine der wenigen Staaten, die weltweit schon lange komplett abgerüstet haben, die sich dann auf Friedensverhandlungen konzentrieren. Für uns ein großes Vorbild für Deutschland. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen damals am Fernseher war. Also der ganze Saal hatte ja doch Tränen in den Augen und ich habe sie zumindest auch gespürt, wo spürbar war, Mensch, wir sind eine Menschheit, wir haben dieses Klimarisiko, diese Krise und wir können es gemeinsam schaffen. 2018, ein anderes Beispiel, selbst Herr Trump konnte auf Augenhöhe verhandeln mit dem Diktator in Nordkorea. Und der Diktator in Nordkorea hat seit langem gesagt, wir möchten nur auf Augenhöhe behandeln. Dann stellen wir sofort unsere Raketen, Atomraketenprogramme ein. Er hat dann tatsächlich für ein, zwei Jahre ja sämtliche Programme eingefroren. Weil wichtig ist, dass man angesehen wird. Und was lernt die Welt heute? Nur wer Atomraketen hat, wird angesehen und ernst genommen. Und wenn wir das mal weiter konsequent fortführen würden, mit dem Iran sind wir ja da im Gange, dann könnte in der Tat die Zukunft anders aussehen. Wirtschaftliche Kooperation ist auch möglich. Ich sagte eben schon, bei der Bretton Woods-Verhandlung nach dem Zweiten Weltkrieg war es dort Maynard Keynes, ein ganz berühmter Wirtschaftsprofessor. Ich habe selbst Wirtschaftswissenschaften studiert, von daher kenne ich das sehr genau. Der hat schon damals vorgeschlagen, dass es nicht den Dollar als Weltleitwährung nehmen, sondern den Bankor. Und der Bankor sollte damals schon Negativzinsen haben. Und diese Negativzinsen, die hätten dazu geführt, dass es nicht großen Handelsbilanzungleichgewichte in der Welt gegeben hätte, die wir heute haben. Dann hätte es die ganzen Verschuldungen der Staaten nicht gegeben und so weiter. Und heute kommen diese Ideen alle wieder in die Diskussion hinein. Das heißt, wir könnten eine künstliche Weltwährung, den Bankor, einführen. Der ist in den Wirtschaftswissenschaften immer noch sehr bekannt und hätten plötzlich ein ganz anderes Weltgefüge, wo wir miteinander alle auf Augenhöhe wären und nicht eine Nation dominiert.
Ja, wir könnten, wie eben schon gesagt, tatsächlich eine Wirtschaftspartnerschaft zwischen der Europäischen Union und der Eurasischen Wirtschaftsunion anfangen und hätten dann ja auch eine ganz andere Welt vor Augen. Wir könnten in der militärischen Kooperation wieder ähnlich wie nach 1987 zu neuen Abrüstungsverträgen kommen, gerade mit Russland, wenn wir dort diese Wirtschafts- und Sicherheitspartnerschaft hätten. Eine kontrollierte Abrüstung zwischen Russland und USA könnte auch China dazu bringen und andere Staaten wirklich konsequent weiterzugehen. Natürlich die ganze sozial-ökologische Kooperation, die im Prinzip vereinbart ist und die im Moment ja auch ins Werk gesetzt wird. Also da passiert ja gerade am meisten weltweit. Ja, das Ganze haben wir von der Evangelischen Landeskirche in Baden in einem dreijährigen Prozess mal in einem Buch festgehalten, was Sie auch draußen häufig erwerben können für 10 Euro. Sicherheit neu denken, von der militärischen zur zivilen Sicherheitspolitik, ein Szenario 2040. Und die Kurzfassung gibt es gratis, könnte ich draußen gerne mitnehmen, gibt es natürlich auch alles online. Das ganze Szenario beruht auf einem Aktionsplan unserer Bundesregierung aus dem Jahr 2004. Denn damals hat die grün-rote Bundesregierung schon festgestellt, wir müssen zivile Alternativen zur militärischen Sicherheitspolitik, müssen wir eben wirklich größer machen und entwickeln. Und 2014 gab es dazu einen ganz tollen Umsetzungsbericht. Aus diesem Umsetzungsbericht haben wir uns die 30 tollsten Projekte, die es gab damals, vorgenommen und haben die bis 2040 mal weitergedacht. Wenn man die konsequent weiterentwickelt, wie könnte dann die Welt 2040 aussehen? 2004 oder 2014? Oh, das ist hier der Aktionsplan aus 2004, aber unser Szenario hat diesen Aktionsplan bis 2040 weitergedacht. Also diese Spanne 36 Jahre quasi weiterentwickelt. Und wir haben eben 5 Säulen einer zivilen, einer möglichen zivilen Sicherheitspolitik entwickelt, die ich jetzt hier nur ganz kurz einführe. Bei Interesse können Sie ja gerne im Internet auch längere Vorträge alleine zu diesem Szenario nochmal hören. Die erste Säule haben wir gesagt, natürlich können wir nur auf Militär verzichten, wenn wir auch ja, gerechte Außenbeziehungen haben. Wenn wir einen Lebens- und Wirtschaftsstil haben, der eben nicht mehr wie heute ein Vielfaches von dem in Anspruch nimmt, was uns weltweit eigentlich zusteht an CO2-Verbrauch und so weiter. Das heißt, wir brauchen natürlich die Ziele von Fridays for Future, um auf Militär verzichten. Wir brauchen auch ein Lieferkettengesetz, was noch sehr viel mehr Zähne hat als heute, also wirklich einen fairen Handel weltweit, den es natürlich längst noch nicht gibt. Aber es gab schon 2004 die Idee der Bundesregierung, wir machen in Afrika Zertifizierungen für Industrierohstoffe, für diese seltenen Erden, um die ja die meisten Kriege in Afrika geführt werden. Da gab es 2014 schon ein Pilotprojekt, was in 5 Länder Afrikas ausgeweitet wurde, weil das so erfolgreich war, dass also aus Minen in Afrika wirklich zertifizierte Rohstoffe nach Deutschland kamen. Das sind alles Vorläufer vom heutigen Lieferkettengesetz. Ja, wie schon dargestellt, sagen wir, anstatt 70, 80 Milliarden Euro im Jahr für die Bundeswehr auszugeben, das sind 2% unserer Wirtschaftsleistung, so ist es im Moment geplant, lass uns doch jährlich diese Summe ausgeben, wirklich für diese Nachhaltigkeitsziele. Und wären wir nicht alle viel sicherer zusammen, wenn wir da mal umschalten und auch andere animieren, entsprechend zu verfahren. So hat zum Beispiel die Afrikanische Union sich selbst Nachhaltigkeitsziele bis 2063 gesetzt. Für die ist das 100 Jahre symbolisch nach dem Ende der Kolonisierung. Und wir sagen, dass es auch die Staaten, die das wirklich glaubwürdig umsetzen, auch. Lass uns die mit 17 Milliarden Euro pro Jahr unterstützen, nicht wie heute nur mit 1 Milliarde Euro. Die Sicherheits- und Wirtschaftspartnerschaft mit Russland habe ich gerade schon erläutert. Wir schlagen auch vor, dass Deutschland in all den internationalen Sicherheitsbündnissen bleibt, in denen wir heute auch drin sind. Weil nur wenn wir auch Mitglied der NATO bleiben, glauben wir, dass eine Mehrheit in der Bevölkerung diesen Weg mitgehen wird und damit auch im Bundestag, der unserer Meinung nach dieses Konzept 2025 beschließen kann und soll. Wir sagen, wir bleiben Mitglied der UNO, aber lass uns jährlich 27 Milliarden Euro mit in die UNO einzahlen, damit sie wirklich handlungsfähig ist. Heute in der Mitte des Jahres fehlt der UNO immer das Geld für die Geflüchtetenprogramme, für die Bildungsprogramme und, und. Die UNO hat nur ein Jahresetat von 3 Milliarden Euro heute, einen ordentlichen Jahresetat.
Alle anderen Gelder muss ich immer zusammenbetteln von den Mitgliedern. Und wir geben als Deutschland alleine bald 70, 80 Milliarden Euro für die Bundeswehr aus und glauben, wir sind sicher, wir müssen Mali, Afghanistan einsetzen. Stellen wir uns mal vor, wir würden jährlich 27 Milliarden Euro an die UNO zahlen. Wir wären hier weltweit angesehen als glaubwürdiger Partner, der Frieden möchte. Und die UNO wäre wirklich handlungsfähig, wäre ganz schnell einsatzfähig in Krisen und könnte wirklich Hunger und Geflüchteten dann wirklich entscheidend auch helfen. Oder die OSZE in Europa hat heute ein Jahresetat von nur 1 Milliarde Euro. Ist so wichtig für die Sicherheit in Europa. Wir sagen, lass uns 6 Milliarden Euro als Deutschland da jährlich investieren und wir wären noch viel sicherer auf der Welt. Ja, und die NATO sagen wir auch, lass uns ruhig hinbleiben, aber als rein ziviles Mitglied. Was anderen zeigt, wenn man Geld für zivile Sicherheit ausgibt, ist man insgesamt noch viel sicherer und die anderen können das doch auch tun. Langfristig sagen wir allerdings, sollte die NATO sich auflösen, wie es ja 1990 auch schon mal denkbar war, weil alleine die OSZE für Sicherheit und Frieden in Europa dienen kann. Die vierte Säule wäre resiliente Demokratie oder auch wehrhafte Demokratie. Wir sagen, selbst wenn man kein Militär mehr hat, ist man nicht schutzlos ausgeliefert, sondern es ist wissenschaftlich bewiesen, dass gewaltfreier Widerstand viel erfolgreicher ist als gewaltvoller Widerstand. Und wir haben doch seit 20 Jahren einen Boom mit der gewaltfreien Kommunikation. Fast jeder bei uns lernt inzwischen, Konflikte gewaltfrei zu lösen. Wenn wir das mal auf internationale Politik übertragen, glauben wir, dass wir in 20 Jahren kein Militär mehr brauchen. Wir haben eine Kultur der Mediation inzwischen. Ehen werden bei uns ja kaum noch vor Gericht geschieden, sondern regelmäßig in Mediationsverfahren. Wir haben gelernt, dass nicht immer nur ich der Gute und sie die Böse oder umgekehrt ist, sondern dass wir beide Anteile am Konflikt haben. Und wenn wir das mal auf die internationale Politik übertragen, wie könnte die Kultur demnächst anders aussehen? Das machen wir längst. Deutschland ist schon an 30 internationalen Mediationsprojekten beteiligt. Wer weiß das schon? Dass wir in Libyen jetzt die Friedenskonferenz ausrichten konnten, liegt auch daran, dass wir damals nicht mit Militär interveniert sind, zusammen mit den anderen westlichen Staaten. Das alles sagen wir, lass uns das konsequent weiter ausbauen. Es gibt die Plattform Zivile Konfliktbearbeitung in Deutschland, in deren Sprecherinnenrat ich auch mitwirke. Wir haben gestern gerade wieder konferiert. Da sind über 50 Organisationen, die weltweit wirklich tätig sind auf diesen Gebieten, versammelt. Und wir haben seit 20 Jahren den Zivilen Friedensdienst in Deutschland, der wirklich weltweit einzigartig ausgebildete Friedensfachkräfte in Konfliktgebiete entsendet. Ja, wir sagen, wenn wir diese ersten vier Säulen 2040 alle konsequent umgesetzt hätten, könnten wir dann doch spätestens die Bundeswehr und auch die Rüstungsindustrie komplett konvertieren. Auf dem Weg dahin wäre natürlich wichtig, dass wir wirklich dem Atomwaffenverbotsvertrag beitreten, und zwar lange vor 2040. Wir wollen eine Stärkung der OSZE und UNO-Polizei, damit wir nicht mehr so starke nationale Armeen brauchen, weil es eben internationale Polizei gibt, die in Konflikten wirklich eingreifen kann. Und die Reste der Bundeswehr, glauben wir, könnte dann ins technische Hilfswerk überführt werden, weil Katastropheneinsätze im Ausland, die brauchen wir weiter. Aber das muss ja nicht die Bundeswehr machen, das kann das technische Hilfswerk viel besser. Ja, soweit in Kürze wirklich unser ganzes Buch mal hier auf 5 Minuten vorgestellt. Was wir inzwischen noch sehr viel weitertragen, dazugelernt haben schon wieder, dass es weltweit ganz viele Beispiele gibt, wo zum Beispiel wenige Frauen in sogenannten Failed States, wo gar nichts mehr funktioniert, nur noch Warlords, Hochzeitsgesellschaften gebombt haben mit 60 Toten und so weiter, dass dort wenige Frauen es geschafft haben, für Frieden zu sorgen, für nachhaltigen Frieden. Da gibt es Beispiele in Nordostkenia, in Nordostindien und auch in Nordsomalia. Alles auf unserer Homepage könnt ihr das finden, tolle kurze Texte, die das beschreiben, wie das funktioniert hat. Somalia, wissen wir, gab es einen internationalen Militäreinsatz zur Stabilisierung. Fehlgeschlagen, Militär ist abgezogen, jetzt aus Afghanistan. In Nordsomalia haben wenige Frauen jahrelang mit den Warlords verhandelt und haben inzwischen eine ganze Landesverfassung, das ist der Bundesstaat von Somalia, wo eben seit 20 Jahren es sehr friedlich miteinander zugeht. Wir haben in ganz Afrika seit 20 Jahren auch Friedensfachkräfte ausgebildet. Habe ich auch erst letztes Jahr gelernt. Und in 30 Staaten Afrikas gibt es inzwischen 500 Absolventinnen dieser Friedensausbildung. Und die haben sich zusammengeschlossen und
und sind wirklich fähig zu zivilen Krisenintervention. Das heißt, wenn irgendwo Konflikte gewalttätig werden, können die einfliegen und sorgen mit ihren Fähigkeiten dazu, dass die Gewalt wieder deeskaliert wird. Wir haben jetzt Sonntag gerade den Presseclub gehabt im deutschen Fernsehen und im Radio zur Frage Lehren aus Afghanistan, wofür brauchen wir die Bundeswehr? Und es war einhellige Meinung dieser versammelten Journalistinnen, dass die Bundeswehr überhaupt nicht mehr das richtige Instrument ist zur Lösung der Krisen, weil sie eben nicht an die Krisenursachen angeht, weil Armut, Klima und so weiter kann die Bundeswehr nicht. Und es ist unverantwortlich, dass wir unsere Soldaten weiter in Kriege schicken, wo sie die Ziele, die sie irgendwie vorgesetzt kriegen, überhaupt nicht erfüllen können. Das heißt, das Bewusstsein wächst doch, dass wir wirklich einen Paradigmenwechsel brauchen. Ja, und Lehren aus Afghanistan zieht eigentlich auch schon die Bundesregierung, hat letztes Jahr eine große Evaluierung gemacht, 20 Jahre Afghanistan-Hilfe. Sie haben 150 internationale Studien ausgewertet. Was hat diese 20 Jahre militärisch-zivile Kooperation in Afghanistan gebracht? Eindeutiges Ergebnis von allen Studien, nur ganz kurzfristige kleine Projekte, aber langfristig haben wir nichts erreicht. Das sieht man ja jetzt auch, dass alles gefährdet ist und eigentlich wieder zurückgeschraubt wird. Es gibt Korruption im Land, unser Militär hat die Falschen groß gemacht, hat eine Militärökonomie groß gemacht, Korruption und so weiter. Also es ist was im Gange, auch wenn ja letztlich die Entscheider dann immer noch ein paar Jahre brauchen, bis dass sie das wirklich auch in neue Beschlüsse umsetzen. Es gibt in der Zentralafrikanischen Republik einen ganz vielversprechenden Aufbruch, da gibt es eine Katholikin als Verteidigungsministerin, die auch diese Friedensfachkraftausbildung gemacht hat. Und die hat gecheckt, dass man eine ganz andere Art von Sicherheitspolitik braucht als immer mehr Militär. Und zusammen mit dem interreligiösen Versöhnungsrat, wo Katholiken, Evangelien und Muslime zusammen sind, setzen die inzwischen zivile Friedensfachkräfte und Polizei ein, um eben Krisen schon am Boden quasi zu ersticken und nicht gewalttätig werden zu lassen. Damit waren die sogar letztes Jahr auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Das heißt, solche Beispiele werden immer besser bekannt. Und wir wollen die auch mit unserer Initiative Sicherheit dort denken noch immer bekannter machen. Kooperative Krisenbewältigung ist auch ein Angebot von China und Russland. Die haben in diesem Frühjahr eine gemeinsame Erklärung herausgegeben. Wurde im Westen ganz schnell gelesen als, ja, die wollen sich zusammenschließen gegen uns. Unsere Vormachtstellung ist bedroht. Wenn wir das mal ein bisschen entspannter uns anschauen, natürlich sind sie auch Rivalen im Weltmarkt, ja? Aber wenn wir uns das insgesamt mal angucken, ein neues Verständnis von Global Governance, was sie vorschlagen, sie sagen eben, lass uns die UNO stärken. Sie wollen tatsächlich weiter die UNO als Weltregelungsmechanismus. Sie sagen aber, lass uns betonen, was wir 1948 auch schon festgeschrieben haben, Prinzipien der Gleichheit und der Souveränität aller Völker und Staaten sowie die Berücksichtigung ihrer nationalen Besonderheiten statt die Verabsolutierung westlicher Werte. Also sie wollen sich genau nicht mehr unter diese westliche Kulturhegemonie stellen und auch nicht mehr unter die militärische und ökonomische Hegemonie. Und wenn wir es wirklich fertig bringen, mit diesen Staaten auf Augenhöhe zu verhandeln, ich glaube, das geht. Und auch aus einer Position der Stärke, aber eben nicht aus einer Position der Dominanz. Ja, Huntington hat ja damals The Clash of Civilizations vorhergesagt und leider ist davon inzwischen einiges eingetreten. Der Glaube an die Universalität der westlichen Welt krankt an drei Problemen, hat er damals gesagt. Er ist falsch, er ist unmoralisch und er ist gefährlich. Die Politik des Westens sollte unterschiedliche kulturelle Wertvorstellungen berücksichtigen. Und wir, das ist normal, jeder guckt erstmal durch seine Brille, wir glauben, diese individuellen Menschenrechte, die wir haben, die sind weltweit die wichtigsten. Aber in Afrika, in ganz Asien, in Russland haben wir schon immer die sozialen Menschenrechte und kulturellen und wirtschaftlichen Menschenrechte, ja, Recht auf Arbeit kennen wir aus der DDR, haben sie immer schon viel stärker gewichtet, was wir immer gesagt haben, ach, die sind nicht so wichtig. Das heißt, man kann auch die UNO-Charta ganz anders lesen, als wir das regelmäßig getan haben. Und dann wirklich nochmal neu miteinander ins Gespräch gehen, wie wir das nach dem Kalten Krieg mit der Sowjetunion auch gemacht haben, in der KSZE-Konferenz. Das wäre der Weg, den wir doch einschlagen müssen. Professor Wilfried Schreiber vom Darmstädter Signal, das sind ja die kritischen Soldatinnen in Deutschland, hat dieses Frühjahr einen ganz tollen Aufsatz auch dazu veröffentlicht,
Das Wertesystem des Westens wird als Verkörperung allgemein menschlicher Werte dargestellt. Aus der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen werden selektiv und einseitig die westlichen Vorstellungen über Grundrechte, Freiheit und politische Demokratie in den Vordergrund gestellt. Und das ist unser Anteil, wie wir dazu beitragen können, dass wir die weltweiten Krisen demnächst gemeinsam und nicht gegeneinander angehen. Als Initiative Sicherheit nur denken, glauben wir eben, dass zur kooperativen Krisenbewältigung auch eine Stärkung der UNO-Polizei beiträgt. Da haben wir schon zwei Fachklausuren gehabt, unter anderem mit dem deutschen Koordinator, der weltweit die Polizeieinsätze der UNO koordiniert, dass die Polizisten gut ausgebildet werden dafür. Also solche Fachleute, mit denen sind wir im Gespräch, Deutsche Hochschule der Polizei. Und wir haben im September jetzt eine öffentliche Akademietagung auch zu diesem Thema. Wenn Sie Interesse haben, gucken Sie gerne bei uns auf die Homepage, melden sich an. Also da sind wir konkret dran, solche Vorstellungen auch weiterzuentwickeln. Zur kooperativen Krisenbewältigung gehört natürlich auch der Atomwaffenverbotsvertrag, wegen dem wir ja heute letztlich hier sind, dass wir schon glauben, dass es in Kraft treten im Januar wirklich auch eine Zeitenwende darstellt, dass die Bürger und Bürgerinnen weltweit sich das nicht mehr bieten lassen, dass irgendwelche Führer, die meinen, sie wären stark, meinen, mit solchen Großwaffensystemen eine gegenseitige Dominanz aushandeln zu müssen, sondern wir möchten eine andere Welt, und da ist natürlich dieser Vertrag wirklich ein großartiges Zeichen. Unser DGB-Vorsitzender hat letzten Dezember auch eine ganz klasse Rede gehalten, was wir für ein neues Sicherheitsverständnis brauchen. Was wir brauchen, ist ein grundlegendes Umdenken. Was wir brauchen, ist ein erweitertes Sicherheitsverständnis. Ein Sicherheitsverständnis, in dessen Mittelpunkt der sozial gerechte Übergang in eine klimaneutrale Wirtschaft steht. Das auf soziale statt auf militärische Sicherheit setzt. Das auf Konfliktvermeidung und Krisenprävention setzt. Das nicht immerzu neue Fluchtursachen erzeugt, sondern darauf abzielt, Fluchtursachen zu bekämpfen. Das bedeutet auch, dass wir ein Vielfaches der heutigen Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe brauchen. Abrüsten statt Aufrüsten, daran führt kein Weg vorbei. Wir sind mit all diesen Menschen in Kontakt und versuchen eben doch ein Bewusstsein in Deutschland nach vorne zu bringen, dass wir wirklich unsere Krisen in diesem Sinne gemeinsam angehen in den nächsten Jahren. Eine ganz andere Krise sind im Moment noch gesellschaftliche Polarisierungen, die wir weltweit haben, aber auch in Deutschland eben, stellvertretend hier die Querdenken-Demos. Und es gibt aber inzwischen auch dafür schon Ansätze, wo insbesondere, denke ich, also Städte und Kommunen schon etwas dafür tun können, dass wir das, was wir weltweit brauchen, nämlich Konflikte gemeinsam miteinander lösen, dass wir das auch schon in unseren Gesellschaften, in unseren Städten selber lernen können. Es gibt nämlich inzwischen die kommunale Konfliktberatung, insbesondere in Salzwedel, ein bundesweites Kompetenzzentrum, die seit 20 Jahren da Wissen aufgebaut haben und Erfahrungen. Steg ist die Stelle für Gemeinwesenmediation in München, haben die schon als Stadt München wirklich professionelle Leute eingesetzt, die Konflikte im öffentlichen Raum angehen und auch bei Nachbarschaftskonflikten angerufen werden können. Das sind alles Projekte, die können in andere Städte übertragen werden, und wenn wir das in unseren Kommunen lernen, wie man Konflikte wirklich professionell lösen kann, ohne Gewalt, ohne Polarisierung, dann sähe auch die internationale Welt anders aus. AKIM auch in München, allparteiliches Konfliktmanagement, das sind zwei Projekte, die wirklich bundesweit Vorbildcharakter haben. Das hat inzwischen auch die Bundesregierung erkannt. Und das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, das BAFZA, das hat gerade eine Ausschreibung gemacht, wo 15 Modellkommunen gesucht werden bundesweit, die eben beispielhaft diese Ansätze, die ich gerade geschildert habe, mal weiterentwickeln, was braucht es, um in einer Kommune wirklich eine gute kooperative Konfliktkultur zu etablieren. Und hier empfehlen wir natürlich, ja, wenn Mayors for Peace wirklich sagen, ja natürlich, Atomwaffenverbotsvertrag sollen wir uns engagieren, aber wir können auch bei uns vor der eigenen Haustür anfangen, das liegt allein an uns, ob wir da auch konkrete Schritte tun. Insofern eben hier dieser Dreiklang, Mayors for Peace, Atomwaffenverbotsvertrag und kommunale Konfliktberatung, das glaube ich gehört zusammen, wenn wir ein Bewusstsein in der Welt neu schaffen wollen. Ja, das von mir heute Abend hier zur Einführung und Anregung.
Sicherheit neu denken, finden Sie auf unserer Homepage viele weitere Informationen. Das war es von mir zum Thema die aktuelle Friedenskrise. Wie bewältigen wir die Krisen der Menschen? Danke für Ihre Aufmerksamkeit.